Meine Güte! Was ist hier am Abgehen? Ah, ich kann den Feuerbutton gedrückt halten. Alter! Was geht hier ab? Retro Gaming. It's come on time. Talk about leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der CD-Rumtreiber am Amiga 2000. Ja, es geht weiter mit Public Domain oder Shareware Games, die sich alle auf dieser Amiga CD Sensation Golden Games von Ossowskis Schatztruhe befinden. Und ja, eigentlich sollte das Ganze hier mit dem Game Worms starten. Das war nämlich das, was als nächstes dran wäre. Funktioniert aber nicht, also habe ich das nächste genommen. Das nennt sich jetzt hier irgendwie Cyriad 2 und lässt sich hoffentlich ganz normal mit Firebutton starten und ist hoffentlich irgendwas einfach zu steuerndes. Mal gucken, was wir hier haben. Cyriad 2. Press Fire. Start Game. Speed 4. Read this quit game. Starten wir es einfach mal so. Und mal gucken, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Press Fire. Ah, das ist ein Worms Game. Okay. Ein Worms Game, wie wir ja schon mal eins hatten. Da bin ich zu früh abgebogen und das heißt tot. Hier ist schnelle Reaktion gefragt. Aber irgendwie reagiert er nicht so schnell auf meine Eingaben. Was? Durfte ich da nicht mit kollidieren? Scheiße! Muss man erst alle anderen einsammeln? Tatsache, Level clear. Man muss also erst alle anderen Punkte einsammeln, bevor man da raus kann. Ja gut. Haben wir. Da muss man schon wirklich rechtzeitig abdrücken hier. Haha, noch geschafft. Von oben rein ging's dann. Irgendwie muss man sich da mal überlegen, wie man das hier handelt. Okay. Das Problem ist nur... Ja, genau. Das ist das Problem. Okay, scheiße. Wenn man es partout nicht erwischt, das Mistding. Jetzt aber. Nein! Jetzt aber. Sehen wir doch noch das nächste Level mit dem letzten Leben. Wo starte ich da? Ja. Vor allem ist die Frage, wie lang wird man? Endlos? Scheint so. Ja, dann habe ich jetzt gerade ein Problem, weil ich habe mir den Ausgang selber verbaut vorhin. So nicht. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, von hinten rum ranzukommen an den Ausgang. Ja, zum Beispiel so. Genau so! Ja, denk nach. Wie können wir das regeln? So.
Da muss man sich ja richtig konzentraten. Und jetzt? Oh Mann, wieso habe ich das Gefühl, dass ich da einen Fehler mache? Bam. Ich habe noch ein Leben, okay. Aber nicht mehr lange, das wird gleich hin sein. Aber immerhin, noch das Level gecleared. Kriegt ihr wenigstens noch ein bisschen was von diesem Game zu sehen? Ja. Und ihr könnt euch so gesehen mal ein Urteil dazu bilden. Scheiße. Ich glaube, das geht so richtig gründlich in die Hose. Ich lebe noch. Ich lebte noch. Boah, fuck. Da brauchst du jetzt aber echte Reflexe, du. Da wird mir gerade ganz schön warm bei. Oh oh. Vor allem muss ich dann an diesem Engpass wieder zurück. Das kann ich knicken. Ich habe mir gerade den Weg verbaut. Ja, das war's, ne? Zyrat 2, so sieht dieses Game aus. Ich weiß nicht, ob ich hier so ohne weiteres wieder rauskomme. Wir sind auf jeden Fall dann durch diese Action-Schublade durch und ich würde jetzt gerne die Shoot'em-Up-Schublade weitermachen, denn ich bin Shoot'em-Up-Fan und deswegen denke ich, gehen wir damit auch weiter. Falls ich hier noch rauskomme. Natürlich nicht. Ich komme hier nie wieder raus. Ja, also dann müssen wir hier wieder technisch bedingt einen Schnitt machen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Game wieder. So, da sind wir wieder mit dem nächsten Game. Written in Amos. Das scheint da so beliebt zu sein. Es gibt immer mal wieder Amos geschriebene Games. Argus, das sieht mir nach einem recht interessanten Shoot'em-Up aus. Es scrollt auf jeden Fall und es gibt Power-Ups. Und von dem her schon mal gut. Eigentlich wäre ein Game namens Amoeba dran gewesen. Das ist Space Invaders und das habe ich vor gar nicht so langer Zeit schon gezockt und ein Video zu gemacht, deswegen habe ich es übersprungen. Press Fire. Hier bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier haben. Hoffentlich ist es ein nettes, zockbares Baller-Game. Die Mucke ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Den Feuerknopf gedrückt halten. Schöne große Raumschiffe. Oh, ich kann mich dazu, das einzusammeln. Boah, das ist aber auch ganz schön schwer. Zumindest scheint man aber seine Bewaffnung nicht zu losen. Kann ich hier Autofeuer einschalten? Ja, Autofeuer geht. Hilft nur nichts. Aber, no. Es scheint zumindest so kein Downgrade zu geben. Och, Kea. Aber es geht ganz schön zur Sache. Oh, ich kann mich eintragen. Kann ich das so machen? Ja, schön. Ta. Nochmal. Dauerfeuer einschalten und los. Nee, das geht nicht so gut. Dauerfeuer wieder ausschalten und von Hand schießen. Von Hand sterben. Ach, und dann ist es noch, wenn du auf dieses Power-Up schießt, dann scrollt das durch. Oh Gott, ey, das ist ja... Du kommst hier keine 2 Meter weit. Das ist ja ganz schön hart, ey. Boah! Da siehst du kein Land. Und die Kollisionsabfrage ist auch zumindest fragwürdig. Also ich war mindestens gefühlte 3 Meter vom Schuss weg. Bin trotzdem tot.
Alter, das ist ganz schön fordernd. Also, tja, kann man es so nennen? Oder ist es einfach nur unfair? Oder ist es einfach nur scheiße hart und ich bin so dämlich? Weil ich mag Shoot'em-ups dieser Art total, aber ich bin mega schlecht drin. Ich kann die einfach nicht. War das S jetzt Speed? Bin ich jetzt schneller? Bin ich jetzt flexibler und agiler? Wer es glaubt. Man muss seine Augen vor allem überall haben und das kannst du aber nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Da glüht der Ballerfinger, du. Let me live here. Lass mich überleben. Ach Gott, fuck you! Nein, weit kommt man hier anscheinend nicht. Auch wenn das Spiel nicht schlecht ist, muss ich sagen. Also gar nicht. Aber es ist irgendwie auch ganz schön schwer. Zumindest bin ich noch nie so weit gekommen. Ich komme auch nicht mehr weit. Gott, was habe ich jetzt wieder Lames eingesammelt? Nee, natürlich. Ich habe da noch die besten Chancen jetzt mit diesem Schuss. Ja, ist klar. Mach ich mit links. Ich weiß ja nicht mal, wo das Ding seine Schwachstelle hat. Ah, okay. Gut. Danke. Das dicke Vieh kriege ich kaputt, aber kurze Zeit später bin ich es dann selber, ne? Das war eine Herausforderung. Seinen Namen richtig zu schreiben hier. Okay, ja, schlecht ist das auf keinen Fall. Kommt man da wieder raus? Das ist noch die Frage aller Fragen. Hey, es ist vernünftig programmiert. Also diese Amos-Games sind gar nicht so schlecht. Ja, und dann haben wir hier Asteroids. Handelt es sich um die klassische Asteroids-Variante? Das werden wir gleich herausfinden. Outlanders. Present. Asteroids. Sound fixed and trained by Slain. Hit left for cheat and right for Norm. So. Screech. Ja. Ich glaube, das war nix, ne? Ja, haha. So, wieder da. Ich bin ja skeptisch. Battle at Sea. Okay. Beginne New Game. Gimme a name. Tomaniac. Message delay in seconds. Continue. Was soll das sein? Für mich auch bitte. You are at it. Warum steht das unter Shoot'em Up Games? Shoot'em Up? Ohne Worte. Blaster klingt jetzt aber wirklich nach einem Shoot'em Up. Ich kann's nur hoffen. Mann, ich will ballern! Was hat dieses Battle at Sea da zu suchen gehabt?
A frenzy of non-stop action featuring 140 breed of evil alien vermin intent upon your destruction. Press fire to commence battle. Machen wir. The Alpha 72 Fighters. Twin Pulse Laser Cannons. Kann man da wählen? Nö. Egal. Select a planet. Easy. Easy. What the fuck? Meine Güte. What is hier am Abgehen? Ah, ich kann den Feuerbutton gedrückt halten. Alter! Was geht hier ab? Ich glaube, ich stehe nicht schlecht hier. Mal gucken, wie lange ich hier aushalte an der Position. Non-stop action. Ich geb's euch. Ich hau euch alle kaputt. Ich mache alle fertig da. Sie sehen auch aus, als wären die mit Amiga Paint oder sowas gemalt worden, die Viecher. Bratz. Bam. Die kommen von unten wieder hoch und hauen mir eine. Ich weiß gar nicht, wie weit ich in den Screen rein kann. Auf jeden Fall, ich geb's euch mal richtig hier, da. Alter. Herr mit den Punkten. Alter, was geht? Hilfe! Boah, ey. Aua. Ja, sieht aus, als ob sich mein Shield wieder auffüllt. Was ist passiert? Ich bin gespiegelt. Darauf achten, dass ich der Grüne bin. Es ist allerdings so irgendwie mega irritierend, dieser Spiegelmodus. Boah, ey. Das ist ganz schön heftig. Aber das Game macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Hier wird geblastet bis zum geht nicht mehr, du. Was war das denn? Irgendwie zeigt er mir unten links immer noch zwei Raumschiffe an. Kann das stimmen? Flackerviecher hier, du. Aua. Ah, jetzt habe ich auf jeden Fall eins verloren. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Da gibt es ja kein Durchkommen. Wie will man denn das schaffen? Hä? Okay. Ja. Damit sind wir durch diese Folge durch, ne? Ja, es hat nicht für die Highscore gereicht. Okay, Blaster. Dieses Game macht auf jeden Fall seinen Namen alle Ehre. Für alle Leute, die wirklich einfach nur den Ballerdaumen betätigen wollen und einfach nur feuern. Dafür ist das genau richtig, finde ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Ausgabe. Ich muss das eben, wie gesagt, so ein bisschen zusammenschneiden, alles, was da nicht klappt. Aber es geht halt nicht anders. Ne? Man kann sich einfach nicht drauf verlassen, ob da jetzt was läuft oder nicht. Ihr seht es immer wieder, das ist einfach das Los bei Commodore. Sei es am Amiga, sei es am C64. Irgendwo hast du ja immer so ein paar Gumpen dabei, wo nicht will. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, wäre das total geil, wenn ihr das honorieren würdet mit einem Däumchen nach oben. Noch geiler wäre es natürlich und noch viel motivierender, ein Abo meines Kanals. Das wäre total geil, das würde mich riesig freuen. Und noch geiler natürlich, wenn ihr die Glocke klingeln würdet und dann auch zukünftig nichts mehr verpassen wollt, was auch immer da kommt. Ne? Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Tomaniac.